Ein Sommer ohne Tomaten ist doch fast gar nicht vorstellbar. Ich meine, die Leute bauen sie gerne an. Diese schmackhaften Früchte, es ist einfach ein Traum in ihren unzähligen Farben, Variationen, die jedes Jahr immer mehr werden. Aber für mich sind Tomaten schon gerne eine nette Sache. Also ich esse sie auch sehr gerne, aber ein Gartenjahr ohne eigene Melonen ist für mich unvorstellbar und ich baue jedes Jahr Melonen an. Und in dem Video möchte ich euch einfach mal zeigen, wie ich meine Melonen anbaue, wie es auch erfolgreich in Deutschland geht. Und dann möchte ich euch einfach mal so viele Tipps und Tricks geben, damit ihr auch eure eigenen Melonen im Garten ernten dürft. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und wir fangen gleich an mit den Hochbeeten. In allen meinen Hochbeeten habe ich Melonen reingesetzt. Und ich bin jetzt hier speziell bei den neu gebauten Hochbeeten aus Paletten, weil ich hier nochmal Steine mit aufgeschichtet habe. Das soll eine Sonnenfalle sein. Und die Sonnenfallen helfen einfach nochmal zusätzlich für Wärme. Das heißt, sie nehmen die Wärme von der Sonne auf, speichern diese und geben sie dann auch in der Nacht nach und nach an die Pflanzen mit ab. Und Melonen sind natürlich ja wärmeliebende Kulturen, das heißt, das eignet sich dann auch mal zusätzlich für ein besseres Wachstum. Natürlich in einem Hochbeet ist es auch so, dass ich hier sehr viel Mist eingearbeitet habe und aufgrund der Höhe, ist ja fast ein Meter hoch, sind die Melonen etwas höher. Der Mist heizt auch nochmal das Hochbeet mit auf und so haben auch die Melonen schöne warme Füße, warme Wurzelchen, wenn sich das alles nach und nach verrottet. Also ein Hochbeet ist zum Beispiel optimal auch dafür geeignet, um Melonen anzubauen. Vor allem, wenn sie dann ranken, können sie hier an einem Hochbeet runterwachsen bzw. die Früchte auch runterhängen lassen. Man muss jetzt nicht extra neues Rankgerüst bauen. Dieser kleine Kompane wächst auf meinem Hügelbeet. Kann man jetzt nicht ganz so viel von den Melonen erkennen, weil sie noch recht klein sind. Aber auch auf dem Hügelbeet habe ich letztes Jahr im Freiland erfolgreich Melonen angebaut. Und hier ist eigentlich das Prinzip das gleiche wie mit dem Hochbeet. Aufgrund der erhöhten Lage, weil natürlich auch das Hügelbeet wie ein Kompost aufgeschichtet ist, wird natürlich wieder zusätzlich Wärme gespeichert. Hier ist auch wieder Pferdemist mit eingearbeitet und durch die ganze Kompostierung ist es einfach etwas wärmer. Zusätzlich kann man hier jetzt auch noch mal ein paar Steine sehen, die ich an den Melonen mit rangelegt habe. Und der Vorteil ist von einem Hügelbeet, welches halt wirklich so gut aufgebaut ist, weil halt unten sehr viel Holz oder Holzstämme als Grundlage gelegt werden, die halt noch mal zusätzlich das Wasser auf bzw. speichern Wasser und da können dann die Melonen, weil sie natürlich auch für den Anbau sehr viel Wasser benötigen, nochmal ihre Feuchtigkeit ziehen und wunderbar gedeihen. Und grundsätzlich ist es halt auch so, dass ein Hügelbeet auch viele verschiedene Klimazonen hat. Halt jetzt hier zum Beispiel ganz oben ist es am wärmsten an der Südseite. Falls der Platz nicht vorhanden ist für ein Hochbeet oder ein Hügelbeet oder man hat auch andere Prioritäten, die man dort anbauen möchte, zum Beispiel Tomaten, so kann man natürlich auch Melonen versuchen in einen Kübel zu kultivieren bzw. zu pflanzen. Das habe ich jetzt hier mit den zwei Pärchen hier gemacht. Die habe ich frisch reingesetzt und das ist jetzt hier so an der Wand von dem neuen Schuppen. Ist überwiegend an der Sonne. Hier ist es auch windstill. Das heißt, kalte Winde können hier nicht durchziehen. Hier ist es sehr oft warm oder lange warm. Hier heizt sich das auch alles auf. Und das ist hier eine optimale Klimazone, um auch Melonen in einem Kübel anzubauen. Hier würde ich empfehlen, dass man 2 bis 3 Melonen reinsetzt. Wir können sie auch hier ein bisschen tiefer wurzeln. Aber das ist natürlich auch möglich und ich probiere es dieses Jahr auch aus, Melonen in einem Kübel zu pflanzen. Weitere Möglichkeiten sind natürlich der Folientunnel
oder das Gewächshaus ist nochmal ein geschützter Anbau, zusätzliche Wärme. Man konnte sie auch schon viel früher raussetzen. Die Melonen, die ich jetzt hier im Hügelbeet und im Hochbeet habe, sind nach den Eisheiligen rausgekommen. Die Melonen unten bei mir im Folientunnel sind schon viel weiter. Die fangen jetzt auch an zu klettern an dem selbstgebauten Ranggerüst oder Klettermöglichkeiten. Da bilden sie sich auch schon die ersten Fühler und Blüten. Und da konnte man sie schon, habe ich sie im April rausgesetzt. Wenn man halt hier die Möglichkeiten schafft, kann man sie da auch schon viel früher raussetzen. Und grundsätzlich kann man dann auch noch zum Beispiel schwarzes Unkrautvlies oder Beikrautvlies runterlegen oder allgemein schwarze Tücher oder Stoffe. Das gleiche Prinzip wie mit dem Stein. Das Schwarze, das erhitzt sich nochmal, speichert die Wärme und Melonen lieben natürlich Wärme. Kann man die nochmal schön runterlegen und das ist auch wieder eine wunderbare Möglichkeit, die ich auch ab und zu mal mache. Und grundsätzlich bei den kleinen Kärchen hier achte ich auch immer wieder darauf, dass ich Sorten anbaue, die eine recht kurze Kulturzeit haben. Müssen jetzt nicht unbedingt die größten Früchte sein, aber es ist einfach wirklich so, dass ich da speziell nach Sorten schaue, die wirklich eine kurze Reifezeit haben und auf unsere Klimazone auch richtig gut angepasst sind. Und so kann man dann auch jetzt noch mit einer Direktaussaat zum Beispiel auch noch seine eigenen Melonen ernten. Habe ich letztes Jahr auch gemacht und das ist alles machbar. Man muss einfach nur wissen, wie es geht. Und damit möchte ich es auch belassen. Das sind so meine Tipps, meine Tricks, wie ich die Melonen letztes Jahr und auch dieses Jahr wieder anbauen werde. Gerne könnt ihr dem Video auch einen Daumen nach oben geben und auch einen Kommentar hinterlassen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonnieren würdet und auch auf die Glocke drückt. Dann verpasst ihr immer, werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne könnt ihr auch den Kanal Freunden, Bekannten und Familie weitererzählen, dass immer mehr Aufmerksamkeit auf das Projekt zugute kommt und das Projekt weiter wachsen und gedeihen kann. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin! Ciao.